Er ist ein ganz ungewöhnliches Kind. Siddhartha wurde schon als Rebell geboren. Jetzt berät er führende Manager und Politiker. Er gibt 4 Vorlesungen pro Woche. Steve Jobs Karriere. Na Apple Gaul. Na. Simba. Schon vor 2 Wochen hat unser Sender Salzburg TV von dem kleinen Siddhartha aus der Stadt Salzburg berichtet. Das 7 Jahre alte Tibeterkind einer Einwandererfamilie aus dem tiefsten Himalaya zieht immer mehr Besucher aus dem In- und Ausland in die Mozartstadt. Vor allem Pilger aus Indien und Thailand glauben in dem Kind eine Wiedergeburt eines großen Meisters zu sehen. Die Hotellerie und vor allem kleinere Pensionen im Umfeld von Schloss Klessheim, wo Siddhartha seine Vorträge gibt, profitieren von dem steigenden Besucherstrom. Hallo, ja, also ich bin aus Kulu Manali gekommen, wo ich eigentlich normalerweise diese Jahreszeit lebe, in meinem kleinen Retreathaus, denn ich habe von der Ankunft von Siddhartha gehört und das hat in mir eine starke energetische Resonanz ausgelöst. Und es ist mein Gefühl, dass es ist so ein Gefühl, als ob man einen alten Freund wieder trifft, einen long lost friend, den man lange nicht gesehen hat. Anders kann ich es nicht erklären. Where do you come from? I came from Paris. You came to visit the Mozart town of Salzburg? I came to visit a genius child from Tibet, Siddhartha. Siddhartha is a very good child in music. He is a player who has Wolfgang Amadeus Mozart. And then he is a good painter as Van Gogh. Then, yes, I come here to visit him and to know much more. Yes, thank you. Wir folgen diesen Pilgern zum nahegelegenen Airport Hotel, wo am Wochenende im Schnitt 5 bis 10 von ihnen absteigen. Ich bin hier nach Salzburg gekommen, weil ich meine, dass Siddhartha eventuell eine Reinkarnation von einem mir bekannten Rinpoche oder Osho ist. मिलने आएंगे फिर उसके साथ मैं उधर जाऊंगी मिलने के लिए धन्यवाद I'm really looking forward to have concert together with this boy and I'm already waiting since long so ich freue mich schon sehr ein Konzert mit ihm zu geben ich warte schon sehr lange darauf und hoffe dass wir gemeinsam Spaß haben werden Zum Jobs Karriere. Na Apple Gaulunga. Die. Und du denkst ja,
Aber Mama lebt da drüben und wisse. Well, this is rather strange that you come and visit me here in the coffee shop to put this question across. Well, but I very quickly answer you your question. It was a rather coincidence what happened. My golf buddy and one of my best friends here in Salzburg, a big industrialist, I don't want to mention his name here, he invited me to his annual golf tournament, which he organizes always. And at that time, when we played after the tournament, I think I didn't do very well. He took me to this little guy. I call him Sid. I think his name is Siddhartha or something. But he's a big fan of this kid, so he wanted me to meet him as well. And he was incredible. The child is 7 years old, but he's unusual. Just the way he talks and what he talks. At that time, Stephen Jobs just died, and I'm a big investor in Apple shares. I was a big investor in Apple shares. And the kid says, when a big soul dies, then things will go down after a while, and so will Apple computers. And it took about 1 or 2 weeks until I considered maybe it's a good time to get rid of the Apple shares, and I did. And I tell you, I saved tons of money. The shares went down, 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 as people who are investors know. And it saved me tons. I'm very grateful and thankful to this kid. And since then, whenever I come to Salzburg, me and my friend, we go and visit, and we chat with the guy for half an hour or so. And every time, it's rich. I learn a lot, and I hope many people will do in the future as well. Go and see the guy, Sid, as I call him. Lovely, lovely boy. Love. Meshi yores kwa po poni pojita pomoji eninga sidata koge pela ke yore ko po ya po po jeba ya po pamakani. Das mit meinem Sohn ist so eine ganz eigene Sache. Ich schwöre, ich hatte für 2 Jahre keinen Sex, bevor Siddhartha geboren worden ist. Ich habe mich auch mehrfach untersuchen lassen. Wir haben eine genetische Untersuchung vornehmen dürfen, die das Ergebnis brachte, dass das Kind vom Chromosomensatz her so gut wie ein Klon seiner Mutter ist, bis auf sein Y-Chromosom. Wo das jetzt herkommt, das steht in den Sternen. Das konnten wir noch nicht eruieren. Was es mit der Empfängnis auf sich hat, bleibt weiter eine ungelöste Frage. Aber aus wem ist er reinkarniert, Siddhartha, wenn es hier sich um eine Wiedergeburt handelt? My effort here is to create the whole man. Ich freue mich über die Art und Weise, wie er gedreht wurde, denn